In der letzten Woche, meine Damen und Herren, versprach ich Ihnen, dass meine reizende Kollegin Astrid Sonntag Sie heute hier begrüßen wird. Dem ist nicht so. Ich bin wieder da, aber Sie wissen ja, wie das ist. Die Frauen haben ja immer Termine, Termine, Termine. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie dabei sind. Hier die Themen dieser Sendung. In Grimma gibt es jetzt eine Drive-In-Teststation. Die Freiwillige Feuerwehr in Schoppach feiert ein Richtfest. Und beim Sport gibt es Volleyball in der zweiten Bundesliga. Aber jetzt gibt es erstmal die Nachrichten für Sie. Herzlich willkommen zu den Nachrichten, hier die Meldungen. Haushaltsplan 2021 der Stadt Grimma verabschiedet. Dieser Haushaltsplan sei vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt, sagte die Leiterin des Amtes für Finanzen der Stadt, Grit Naujoks. So fallen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen durch die Auswirkungen der Pandemie geringer aus. Das hat natürlich Einfluss auf den Haushalt. Der Ergebnishaushalt 2021 bis 2024 zeigt Einnahmen und Erträge im Jahr 2021 in Höhe von 53,3 Millionen Euro. Das sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 etwa 3 Millionen Euro weniger. 60,7 Millionen Euro sind 2021 an Ausgaben geplant. Damit weist der Haushaltsplan 2021 der Stadt Grimma ein negatives Ergebnis von minus 7,4 Millionen Euro aus. Durch die Verrechnung des Basiskapitals nach der sächsischen Haushaltsverordnung verringert sich dies auf ein Minus von 2,146 Millionen Euro. Große Sparpotenziale sind mit den verschiedenen Ämtern ausgelotet worden, aber viel Möglichkeiten gäbe es nicht, so die Stadt. Die meisten Neuinvestitionen und Investitionsmaßnahmen sind bereits in vorangegangenen Haushaltsplänen beschlossen worden. OBM Matthias Berger freut sich dennoch, dass der Stadtrat die Stadt mit seinem einstimmigen Beschluss jetzt in der Krise unterstützt habe. Neues zum Kurzarbeitergeld. Dazu informierte aktuell die Arbeitsagentur. Auch der erneute Lockdown im Dezember zwang viele Unternehmen dazu, wieder Kurzarbeitergeld zu nutzen, um Entlassungen zu vermeiden und Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Dafür hat der Gesetzgeber seit Beginn der Corona-Pandemie die Zugangsvoraussetzungen, die Bezugsdauer sowie erhöhte Leistungssätze mit steigender Bezugsdauer neu geregelt. Allerdings werden schrittweise durch die Krise angepasste Regelungen zurückgefahren. Bereits seit 1. Januar gilt wieder eine maximale Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld von 12 Monaten. Sollte die Kurzarbeit nach dem 1. April neu begonnen haben oder beginnen, so entfallen die erhöhten Leistungssätze bei längerem Bezug von 70 und 80 bzw. bei Eltern von 77% und 87%. Die vereinfachten Zugangsvoraussetzungen zum Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise wurden bis 30. Juni 2021 verlängert. Dazu zählt, dass ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld bereits besteht, wenn mindestens 10% der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mehr als 10% haben. Klimaschutzkonzept des Landkreises geht in die nächste Runde. So ist für 2021 eine öffentliche Beteiligung geplant. Nachdem im November das Klimaschutzmanagement mit einem neuen Mitarbeiter im Landratsamt startete, gibt es weitere Fortschritte. Laut einer Presseinfo des Landkreises Leipzig sind die Analysen und Berechnungen für das Klimaschutzkonzept an ein externes Büro vergeben worden. Die Experten sollen nun den Klimaschutzmanager des Landkreises begleiten und in erster Linie die Kalkulationen und technischen Bestandteile für das Konzept erarbeiten. Klimaschutzmanager Falco Haag erklärt, anstatt eine komplett neue Diskussion zu eröffnen, vertritt das Landratsamt die Position, bestehende Ansätze aus bisherigen Studien und Zukunftswerkstätten fortzuführen. Sobald die Energiedaten und Potenziale erarbeitet sind, soll es ab dem zweiten Halbjahr 2021 unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten geben von der Öffentlichkeit. Seit vergangener Woche wird die Muldebrücke zwischen Wurzen und Bennewitz saniert. Bis Mitte August sollen die Bauarbeiten andauern. Unter anderem wird der Asphalt erneuert und die Übergangskonstruktionen sowie Abdichtungen instand gesetzt. Bis dahin ist die Brücke einspurig befahrbar, was über eine Ampellösung reguliert wird. Es ist mit erheblichen Verkehrseinschränkungen, vor allem im Berufsverkehr, zu rechnen.
Schulpersonal wird vorrangig geimpft. Seit vergangenen Freitag gibt es in Sachsen ein Impfangebot für alle Beschäftigten an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Bislang waren bereits Beschäftigte in Kitas, Kindertagespflege sowie an Grund- und Förderschulen impfberechtigt. Laut Gesundheitsministerin Petra Köpping spitze sich die Infektionslage weiter zu. Daher halte sie diesen Schritt für erforderlich. Schulen und Kitas seien laut Köpping ein besonders sensibler Bereich, der auch besonders geschützt werden müsse. Ausbildungs- und Studienmesse kommt digital. So reicht wohl nur ein Klick für den Weg zum zukünftigen Ausbildungsplatz. Am 29. Mai soll in der Zeit von 9 bis 14 Uhr die erste digitale Ausbildungs- und Studienmesse in Grimma starten. Aufgrund der sich stets ändernden Pandemieauflagen haben sich die Veranstalter, die Stadt Grimma und das Bildungs- und Sozialwerk Muldental e.V. für eine virtuelle Messe entschieden. So richten sich die Aussteller im Vorfeld ihre virtuellen Messestände ein. Die zukünftigen Auszubildenden können sich auf der Veranstaltungsseite umsehen und Bewerbungsunterlagen gezielt vorbereiten. Die Messe findet auf www.webmessen.de statt. Über diese Plattform werden deutschlandweit digitale Berufsmessen durch die Agenturen für Arbeit und kommunale Jobcenter durchgeführt. In den vergangenen Jahren fand die Ausbildungs- und Studienmesse mit zuletzt 90 Ausstellern in der Muldentalhalle Grimma statt. Zwei Mehrfamilienhäuser entstehen im Brandisser Stadtzentrum. Nach Grundsteinlegung im Juni des vergangenen Jahres sind die Fortschritte an der Ecke von Rathausgasse zur Mathildenstraße nun deutlich erkennbar. Die Wurzner Wohnungsgenossenschaft entwickelt hier 20 Wohnungen, 16 davon barrierefrei. Die Fertigstellung ist im Herbst diesen Jahres geplant. Für Brandis in vielerlei Hinsicht ein positiver Aspekt, da damit ein Schandfleck im Stadtgebiet verschwindet. Grimma vergibt Säume Literaturpreis. Und das bereits zum 11. Mal. Die internationale Johann Gottfried Säume Gesellschaft Aretusa e.V. verleiht zusammen mit der Stiftung der Sparkasse Muldental den mit 3.000 Euro dotierten Johann Gottfried Säume Literaturpreis. Berücksichtigt werden nur literarische Arbeiten in deutscher Sprache, die bis zum 30. Juni 2021 das Museum Göschenhaus in Grimma erreichen. Texte ab 2017 sind zugelassen und dürfen auch bereits publiziert worden sein. Der Verfasser sollte einen kurzen Lebenslauf beilegen. Gesucht werden Texte mit gesellschafts- und kulturkritischem Ansatz, dem Geiste Säumes folgend sowie inhaltlicher und sprachlicher Qualität. Die Preisverleihung ist für den 4. Dezember dieses Jahres geplant. Leipzig-Halle Airport ist wieder eine Baustelle. Am Flughafen Leipzig-Halle wird die Start- und Landebahn Nord saniert. Dafür hat der Flughafen seine Start- und Landebahn Nord vorübergehend außer Betrieb genommen. Bis September wird nun die Betondecke aufwendig saniert. Auch die klassische Befeuerung soll durch moderne LED-Technik ersetzt werden. Seit März 2000 ist die Start- und Landebahn Nord am Flughafen Leipzig-Halle in Betrieb. Rund 400.000 Flugzeuge sind seitdem auf dem 3.600 Meter langen Runway gestartet oder gelandet. Darunter auch die größten Fracht- und Passagiermaschinen der Welt, die Antonov AN-225 und der Airbus A380. Der Flughafen bleibt aber während der Arbeiten an der Nordbahn in Betrieb. Der Flugverkehr wird über die Start- und Landebahn Süd weitergeführt. Die Sanierung soll rund 90 Millionen Euro kosten. Aktuell dient der Flughafen auch immer mehr als Umschlagplatz für medizinische Hilfsgüter und Schutzausrüstung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. So sind in den vergangenen Wochen zusätzlich zum regulären Verkehr regelmäßig Fracht-Charterflüge abgefertigt worden, die Millionen von Corona-Tests transportierten. Darunter waren auch rund 690.000 Covid-19 Antigen-Schnelltests für die Schulen in Sachsen. Damit, meine Damen und Herren, ist es Zeit für die Wetteraussichten. Und so richtig zufrieden sind wir ja mit dem Frühling alle gemeinsam nicht.
Aber wenn wir den Wetterfröschen glauben wollen und dürfen, dann geht es wohl langsam aufwärts. Der heutige Dienstag glänzte ja bereits mit Sonne und warmen zweistelligen Temperaturen. Das soll sich auch in der zweiten Wochenhälfte so fortsetzen. Der Mittwoch ist mit 15 Grad am Tage schon ganz stattlich. Es gibt Sonne und nur leichte Bewölkung. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es bis auf 6 Grad ab. Am Donnerstag wird es windig und damit auch wieder etwas kühler mit maximal 10 Grad. Auch der Freitag bleibt in diesem Rahmen um die 10 Grad am Tage, in den Nächten um die 0 bis maximal 4 Grad. Bei leichter Bewölkung pendelt sich auch das Wochenende bei so um die 10 Grad ein, aber die Sonne soll wieder scheinen. Für den Wochenstart nächste Woche sind wieder bis zu 15 Grad und Sonne bei nur leichter Bewölkung in Aussicht. Die neuen Medien sind aus der täglichen Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Um mit den Bürgern auch auf anderen Wegen ins Gespräch zu kommen und um diese noch mehr einzubeziehen, stellt sich der Brandeser Bürgermeister Arno Jesse einmal monatlich in der Online-Bürgersprechstunde ihren Fragen. Zu sehen live auf Facebook oder im Nachgang auf www.muldental.tv oder YouTube. Schicken Sie uns Ihre Frage gerne im Vorfeld an bürgerdialog@muldental.tv. Die Antwort gibt es in der Sprechstunde. Briefmarken kaufen und Pakete verschicken, das können Sie ganz einfach in der Postfiliale bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Lockdown gleich Knockdown. Sie hätten gern die gute alte Zeit zurück und schwelgen in Erinnerungen. Doch auch diese können nicht mehr abgespielt werden. Dann sind wir für Sie da. Ganz egal ob VHS oder Mini-DV. Wir digitalisieren Ihre Schätze auf DVD oder Stick. Auch Super-8-Filme stellen für uns kein Problem dar. Für die musikalische Unterhaltung retten und reinigen wir auch Ihre Schallplatten oder digitalisieren auch die gute alte Musikkassette. Wir wandeln Ihre Schätze in das digitale Zeitalter und bringen die gute alte Zeit zurück ins Heute. Das Schöne ist ja, die Testzentren für Corona-Tests werden gut angenommen hier bei uns, auch in der Region. Und damit sich das Ganze noch verbessert, gibt es inzwischen ein Angebot mehr, und zwar ein Drive-In-Testzentrum. Das Ganze in Grimma auf dem Volkshausplatz. Normalerweise wird in einem Drive-In bestellt, hier wird getestet. Am Volkshausplatz in Grimma eröffnete das erste Drive-In-Testzentrum. Bis zu 200 Personen können sich hier pro Tag aktuell einem Schnelltest unterziehen. Ja, die vielen Tests, Ersuchen, die aus der Bevölkerung kommen, haben uns bewogen, neben den Feststationierten hier in Grimma sozusagen trotzdem im Zentrum an der Mulde ein Drive-In aufzubauen. Ganz einfach, man fährt mit seinem Auto ran, macht die Scheibe runter, die Mitarbeiter kommen zu den Testwilligen und führen den Test durch. Man bekommt einen QR-Code, kann sozusagen nach dem erfolgten Test gleich wieder das Gelände verlassen und bekommt per Handy die Information, ob positiv oder negativ. Je nach Nachfrage und Möglichkeiten sollen die Kapazitäten auf bis zu 600 Personen pro Tag auch an den Wochenenden ausgeweitet werden. Einer der ersten Testpersonen war Oberbürgermeister Matthias Berger. Das Ergebnis? Negativ. Die Einstellung? Positiv. Hand in Hand muss es hier gehen. Mit dem DRK Muldental habe man auch einen verlässlichen Partner an der Hand.
Mit der Pandemie einher geht ein großes Wachstum des Kreisverbandes. Impfzentrum und diverse Testzentren im Muldental werden betreut. Ja, die Pandemie ist für uns eine besondere Herausforderung. Wir sind natürlich gehalten, die Maßnahmen zu ergreifen, um die Pandemie zu bekämpfen. Das heißt Impfen und Testen, und das braucht natürlich auch Mitarbeiter. Wir haben mit besonderen Aufrufen versucht, innerhalb kürzester Zeit Mitarbeiter für das Testen und auch für das Impfen zu bekommen und haben mit Stand heute 60 Mitarbeiter neu eingestellt, seitdem wir unser Impf- und die Testzentren eröffnet haben. Wir brauchen weitere Mitarbeiter, um natürlich dem Bedarf gerecht zu werden, vor allen Dingen auch am Wochenende die Testzentren offen zu halten. Aktuell wird hier täglich von 8 bis 17:45 Uhr getestet, ob Nase oder Mund. Die ersten Termine sind schon komplett ausgebucht und so wurde auch direkt nach der Eröffnung ein Test nach dem anderen durchgeführt. Nach dem Test fährt man in den Wartebereich. Nach 15 Minuten erhält man das Ergebnis. Zur effektiven Durchführung der Tests ist eine vorherige Terminbuchung notwendig. Diese erfolgt online unter schnelltest.drkmuldental.de. Neben dieser innovativen Testmöglichkeit wird ab sofort auch ein mobiles Testzentrum im Gemeindegebiet unterwegs sein, um so auch die kleineren Orte bedienen zu können. Die Route ist ebenso online nachzuvollziehen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Schorpach, die haben Anlass zur Freude. Nach 4 Monaten Bauzeit steht inzwischen das Ersatzgerätehaus und jetzt wurde dafür auch das Richtfest gefeiert. Nach gut 4 Monaten konnte der erste Meilenstein des Ersatzneubaus des Feuerwehrgerätehauses in Schorpach gebührend gefeiert werden. Das Richtfest des wachsenden Gebäudes umrahmte unter anderem die Ortsvorsteherin Ursula Rauwolf mit warmen Worten. Nach arbeitsreichen Tagen grüßt stolz der Richtbaum in das Land. Und jetzt hängt er auf. Die Bauleute haben hier geschuftet, sind pünktlich zum Feierabend dann verduftet. Aber sie liegen trotzdem im Plan, weil sie haben einen Turmdrehkran. Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit am Werk gebaut. Es waren weitere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertrauen. Darum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz und vorgehobenem Blick, dem Feuerwehrgerätehaus viel Glück. Auch Oberbürgermeister Matthias Berger lobte den Bau und ist stolz auf die schnelle Umsetzung. Auf dem Dachstuhl stehend richtete noch der Zimmermeister einige Worte an die Anwesenden. Der Bau erhielt die Einschätzung hervorragend. Dieses Wort hören wir gern. Unglück sei diesem Haus hier fern. Und alle, die dieses Haus betreten, der höchste Bauherr möge es geben. Gesundheit, Friede, Heiterkeit, Liebe, Ruhe jederzeit. So nun auf, Maurer, frisch mit starker Hand, gebt dem Bau ein schönes Gewand. Das ist bei Sturm und Wetter hält, bis es eins zur Staub zerfällt. Der Bauherr und seine Kameraden sollen leben dreimal. Hoch, hoch, hoch. Oberbürgermeister Berger erhielt nach dieser Ansprache die Ehre des Einhämmerns des symbolischen Nagels. Auch glückbringende Scherben, welche dem Gerätehaus Standhaftigkeit zusichern sollen, durften traditionell nicht fehlen. Der rund 1,4 Millionen Euro umfassende Bau soll den zahlreichen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Schorpach zukünftig die Arbeit erleichtern und die Wehr den Anforderungen nach Feuerwehrbedarfsplan angleichen. Neben einem 56 Quadratmeter großen Schulungsraum finden im neuen Gebäude 2 Feuerwehrfahrzeuge sowie ein eigenes Refugium der Jugendfeuerwehr Platz. Nach Fertigstellung des Gerätehauses kann die Feuerwehr Schorpach auch weiterhin die Sicherheit der Bürger garantieren. Ja, in diesen Zeiten muss man ja um die Wirtschaft bangen, um den Einzelhandel, um Dienstleister und andere Unternehmen. Umso erfreulicher ist es, wenn Unternehmen neu eröffnen, wie jetzt geschehen im PEP in Grimma. Das Autohaus Wacke hat eröffnet. Der Automobilmix an den Grimmer Gerichtswiesen ist um eine Marke reicher. Das Hyundai-Autohaus Ronny Wacke ergänzt mit seinem nun 4. Standort in der Region das Verkaufs- und Serviceangebot in Grimma. Zum Richtfest zu Beginn des vergangenen Jahres ließ sich erahnen, was auf dem Gelände entstehen soll. Nun erstrahlen die Räumlichkeiten in modernem Design auf 2 Etagen.
Mit großer Freude wurde symbolisch das Band zerschnitten und die Bauzeit damit beendet. Wir wollen natürlich sehen, dass wir hier mit der Marke durchstarten, den Marktanteil natürlich erhöhen, aber auch Gebrauchtwagenkundschaft mitbekommen, denn wir sind auch zertifizierter Automeister-Partner und somit wollen wir ein breites Spektrum an Service, aber auch Vertrieb hier starten in Trimma. Ob neu oder Gebrauchtwagen, das Vorortangebot ist breit gefächert. Ja, wir sind autorisierter Vertragspartner der Marke Hyundai und freuen uns natürlich im Vertrieb hauptsächlich Neuwagen, Tageszulassungen, Jungwagen zu verkaufen, haben aber natürlich aufgrund eben der 4 Filialen, die wir haben, ein breites Spektrum auch an Gebrauchtfahrzeugen. Wir haben insgesamt einen Fahrzeugbestand von knapp 280 Fahrzeugen. Hier vor Ort stehen jetzt ungefähr 50 Fahrzeuge, wo wir auch 10 davon Minimum als Vorführwagen, Werkstattersatzwagen nutzen können. Den kriegt dann der Kunde auch kostenfrei beim Service. Im Servicebereich haben wir natürlich komplett aufgerüstet wie in allen anderen Filialen. Wir machen unsere Achsvermessung, Achsschnellvermessung. Wir haben Bremsenprüfstand, TÜV regelmäßig auch im Haus. Also von da an, wir können Lackierung, wir können Scheibenwechsel. Eigentlich das breite Spektrum ist abgedeckt. Und wir freuen uns natürlich hier die Grimmer und Döblinger Kunden begrüßen zu dürfen und von unserem Service zu überzeugen. Bis dieser Service hier in Grimmer angeboten werden konnte, war es jedoch ein weiter Weg. Zum Bau an sich natürlich, wenn man so ein Großprojekt plant und jetzt vielleicht nicht unbedingt das Know-how wie jeder Architekt und Bauleiter hat, ist es natürlich schon eine Nummer, was wir hier errichtet haben. Wir haben hier auf knapp 3300 Quadratmeter eine Ausstellungsfläche und Servicefläche von 900 Quadratmeter auf zwei Ebenen gebaut, weil wir mussten natürlich die Besonderheit des kleinen Grundstückes irgendwo auch berücksichtigen und haben deswegen das Reifenlager in die zweite Etage gebaut und eine schöne Galerie. Ausstellungsfläche sind ungefähr 300 Quadratmeter, sodass wir auch genügend Fahrzeuge ausstellen können und ausliefern können. An sich, wir haben drei Hebebühnen, wir haben eine Direktannahme, wir haben eine Fahrzeugaufbereitung und ein tolles Lager. Also von da an können wir auch hier alles ordentlich bieten. Zur Eröffnung wurden Gäste empfangen, die dem Team die besten Wünsche äußerten, wenn auch in kleinerem Rahmen. Die Pandemie schränkt den eigentlichen Verkaufsablauf ein, wodurch sich das Team aber nicht ausbremsen lässt. Ja, aktuell starten wir hier in Grimma am Standort mit 8 Leuten. Wir haben hier 2 Verkäufer, wir haben Serviceberater, Serviceassistenz und auch in der Werkstatt 3 Jungs, die hier parat stehen. Wir haben natürlich jetzt die große Aufgabe in der Zeit, nun mit dieser Eröffnung eben den Service weitestgehend voranzutreiben. Im Verkauf sind wir auch für unsere Kunden da. Da müssen wir aber leider natürlich auf dieses Online, Social Media, Handy zurückgreifen, weil wir dann natürlich schauen müssen, inwiefern wir hier Termine wahrnehmen können, natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Dennoch stehen die Fahrzeuge immer hier zum Anschauen. Wir haben, wie gesagt, Werkstattersatzwagen, die trotzdem rausgegeben werden und getestet werden können. Und unser Servicepersonal ist auch immer für euch Kunden da. In der Dialogannahme wird der Service für die Kunden bestmöglich abgewickelt. Wir haben ein Konzept, das nennt sich Sicherheit ist Wacke plus Service hoch 5, wo der Kunde quasi 5 Punkte, eine Achsschnellvermessung, Scheibeninspektion, Bremsen, Lichttest bekommt und damit natürlich auch abgesichert ist fürs Weiterfahren, wir dort den bestmöglichen Service und natürlich auch unsere Technik nutzen möchten und vorzeigen möchten. Das ist natürlich auch der Hintergrund. Nach gut anderthalb Jahren Bau kann es hier nun losgehen. Und umsteigen lohnt sich. Ob vom Rad oder anderen Verkehrsmitteln. Mit dem Hyundai Autohaus Ronny Wacke steht damit an den Gerichtswiesen in Grimma ein verlässlicher Partner zur Verfügung. Konzerte und Veranstaltungen wird es auch in diesem Jahr wieder geben. Dafür können Sie Ihre Karten oder auch Gutscheine bei uns erwerben. Bei Ihrem Muldental TV Kartenservice. Schauen Sie bei uns vorbei oder rufen Sie uns an unter der 03437 761050. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Briefmarken kaufen und Pakete verschicken, das können Sie ganz einfach in der Postfiliale bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma.
Die Stadt Brandes wird in diesem Jahr 900 Jahre alt. Das Ganze soll eigentlich im Juni gefeiert werden. Ob das stattfinden kann? Das ist fraglich. Dazu gab es jetzt auch eine Pressekonferenz. 900 Rosen wurden im Übrigen verschenkt. Im Autohaus Thalmann, Ihrem Vertragshändler für Honda und Nissan, finden Sie Gebrauchtwagen aller Marken mit Werkstatt-Komplettservice, eine Karosserie- und Lackierfachwerkstatt, tägliche Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie eine professionelle Fahrzeugaufbereitung. Kommen Sie vorbei zu Ihrem Autohaus Thalmann in Schwarzbach. 900 Jahre Brandes. Den Auftakt zum Veranstaltungsjahr haben sich alle vermutlich anders vorgestellt. Pragmatisch und flexibel sein, heißt es für die Organisatoren, die dennoch ein würdiges Jubiläum unter Mitwirkung vieler helfender Hände auf die Beine stellen wollen. Zur Pressekonferenz wurde daher geladen, um unter anderem den Auftakt ins Festjahr mit einer Rosenaktion zu begleiten. Ich glaube, das wäre sehr wichtig gewesen, um ein Zeichen zu setzen, wir natürlich als Stadt selber, aber auch für die Stadtgesellschaft, dass nicht nur, dass es jetzt losgeht, sondern dass es ein wichtiges Jahr für uns ist und dass wir uns ein Stück weit auch Alltag wieder zurückholen im Rahmen von sehr komplizierten Bedingungen. Aber das, glaube ich, war gut und man sieht ja auch an der Resonanz, an den Bestellungen, dass es die Bürgerschaft angenommen hat. Ich bin sehr erstaunt über das Feedback. Insofern war das eine gute Entscheidung, die ja bis zuletzt so spitz auf Knopf stand, ja, weil wir wissen alle, wie sich die Situation gerade auch entwickelt und die Zahlen immer höher gehen, was die Inzidenzien angeht. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir da den Mut hatten, das so zu machen. 900 Jahre Brandes, 900 Rosen. Das Kernstück des Wappens soll die Stadt auch in diesen schwierigen Zeiten zum Blühen bringen. Die Rosen konnten vorbestellt werden und bei den Innenstadthändlern abgeholt werden. Gemeinsam steht man auch hier zusammen. Pragmatisch und flexibel war man auch hier. Mit musikalischer Unterstützung wurde auch daraus ein Mini-Event gestaltet. Unter dem Motto Brandes 900, Erbe erhalten, Zukunft gestalten, wurde zudem ein knapp 15-minütiger Film entwickelt. Dieser geht auf die Geschichte der Stadt ein und gewährt unter anderem auf dem YouTube-Kanal der Stadt Einblick in die 900 Jahre lebendige Geschichte. Mit dem Auftakt verbunden war auch die Präsentation der Jubiläumskollektion. Ob Shirt oder Beutel, die ersten Artikel der Kollektion Brandes 900, die gemeinsam in einem Workshop von Kindern der Grundschule Beuscher gestaltet wurden, können nun erworben werden. Als im Herbst 2019 der Kickoff zur 900-Jahr-Feier startete, brachte sich auch Ina Exner, Mitglied des Festkomitees, mit in die Ideensammlung ein. Mitmachen steht aus ihrer Sicht Brandes ganz gut zu Gesicht, als Mitmachstadt und innovative Kommune. Und bis März 2020, und das hat mich als Mitglied dieses Komitees unheimlich beeindruckt, da flossen immer wieder neue Ideen rein. Vorläufiger Ideenplan entwickelt worden, monatlich aufgespaltet. Und dann kamen von allen Seiten immer wieder neue und interessante Ideen. Von so vielen Leuten, also das hätte ich nicht erwartet. Und am Ende fühlte sich der Veranstaltungskalender derartig, dass ich richtig begeistert war davon, was in Brandes gemacht werden kann. Allein die Kirchgemeinde hat einen prall gefüllten Veranstaltungskalender erstellt. Aktuell ist in dem Gotteshaus die Geschichte zur Stadtkirche als Ausstellung zu sehen. Die aktuellen Planungen und Veranstaltungen sind auch auf der Website www.brandes900.de zu sehen. Ob das Kulturhaus oder die Musikarche, viele sind aktiv. Noch hofft man, an dem geplanten Festwochenende Ende Juni festhalten zu können. Es gibt viele Ideen und Vorhaben, die über das gesamte Festjahr die Brandeser Bürger begeistern sollten. Fraglich ist jedoch, inwieweit diese durchgeführt werden können. Aber auch da bleibt man in den Vorbereitungen pragmatisch und flexibel. Mein Wunsch wäre, dass keine Idee wirklich verloren ist. Und diese Ideen sind ja auch nicht wirklich abhängig von den 900 Jahren. 900 Jahre ist immer so ein Kommunikationsereignis, wo man Menschen zusammenbringt und dann überlegt man zusammen was und gestaltet was aus. Wenn das jetzt nicht in diesem Jahr möglich ist, die Idee als solche, die einzelnen Ideen sind doch gut, dann werden sie halt in den nächsten Jahren sukzessive gemacht. Ich finde, dass dieses tolle Potenzial an Kreativität, was dort sich gegründet hat, am bürgerschaftlichen Engagement, dass das auf gar keinen Fall verloren gehen darf. Und da werden wir auch dranbleiben. Und dann werden wir die Ideen halt in den nächsten Jahren dann umsetzen. So ist es nicht. Die mit der Planung beauftragte Eventagentur zeigte sich beeindruckt, wie viel Mut und Innovationskraft hier im Brandes vorzufinden ist.
Trotz Pandemie werden hier mit Sicherheit im Jubiläumsjahr einige schöne Momente für die Brandeser geschaffen werden. Unsere Vorwärts-Sachsen-Volleys konnten sich mal wieder in der zweiten Bundesliga behaupten. Beim vorletzten Spiel gegen TV Dingolfing haben sie gewonnen. Klare Sieger, hier die Bilder. Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Vorwärts-Sachsen-Förderlotterie. Im vorletzten Heimspiel der Volleyballsaison 2020-2021 empfingen Grimmers Sachsen-Volleys den Tabellensiebten, den TV Dingolfing. Für die Schützlinge von Trainer Ronny Lederer galt es nun am Sonnabendabend durch einen Sieg den positiven Erfolgslauf weiter voranzutreiben, um den Abstand zum Tabellensechsten, dem SV Lohhof, beizubehalten. Für Dingolfing geht nun langsam eine wechselhafte Saison zu Ende, in welche sie zu Saisonanfang recht gut gestartet sind. Bereits am zweiten Spieltag bezwangen die Dingos die Sachsen-Volleys im Tiebreak mit 3:2 in eigener Halle. Somit hatte der Gastgeber mit ihnen noch eine Rechnung offen. Auch wenn zwischen beiden in der Tabelle ein Abstand von 11 Punkten zu erkennen war, musste man doch mit ihnen in diesem Punktspiel rechnen. Bereits im ersten Satz boten beide Teams ansehnlichen Volleyball. Hier sah man oft lange und hart umkämpfte Ballwechsel. Ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte sich, welches dann aber bereits ab der ersten technischen Auszeit einen immer stärker werdenden Gast sah. Besonders Natascha Nimzig und Theresa Piller stachen hier heraus. Grimmer geriet immer mehr ins Hintertreffen, fand kaum ein Mittel gegen die wuchtigen Angriffsschläge des Gastes. Spielerwechsel brachten nicht den erdachten Erfolg, sodass dieser Satz mit 25:16 letztlich an die Dingolfinger Damen ging. Der Anfang des zweiten Satzes war fast ein Ebenbild des ersten. Keiner der beiden Kontrahenten gab auch nur einen Schritt nach, doch sollte hier nach der ersten technischen Auszeit der Gastgeber so langsam die Oberhand gewinnen. Nora Fleischer, Michelle Hofmann und Emily Langgut brachten das Heimteam durch ihre Punkte immer weiter vom Gegner weg. Ein zu langer Ball von Dingolfings Anne Rosenow sollte dann den ersten Satzgewinn des Gastgebers bringen. Mit 25:11 ging dieser klar an die Mulde. Grimmer konnte zwar auf 1:1 ausgleichen, doch verlor man nach einer 4:1 Führung am Anfang des nun folgenden dritten Satzes den Elan wieder aus dem Blickwinkel. Die Dingos kamen zurück und lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Gastgeber, was sich in einem Führungswechsel niederschlug. Die Sachsen-Volleys gaben sich aber noch lange nicht geschlagen und konnten aus einem 4:8 Rückstand langsam, aber dafür allmählich eine 16:13 Führung nach der zweiten Auszeit machen. Das sollte aber bis zum Satzende nicht reichen, denn der Gast glich nicht nur zum 20:20 aus, sondern hatte beim 24:23 sogar den ersten Satzball. Grimmer hatte da noch etwas dagegen, doch beim nächsten Dingolfinger Versuch waren sie dann machtlos.
Mira Heimrich zum Dingolfinger 26-24. Was für ein Match wurde hier dem Fan am Monitor in der heimischen Stube geboten. Auch wenn Grimma mit 1-2 nach Sätzen hinten lag, besann man sich doch wieder auf seine Stärken und übernahm nun im vierten Satz wieder das Geschehen auf dem Parkett. Aber so leicht machte es dann der Gegner dem Heimteam doch nicht. Nochmals konnte man aufschließen und dann auf 10-10 ausgleichen. Und wieder schafften es Langhut, Hofmann und Fleischer, sich erfolgreich in Szene zu setzen, um ihrem Team erneut einen Vorsprung zu erzielen. Nach 102 gespielten Minuten konnte dann Deborah Scholz auf 24-21 erhöhen und bescherte den Sachsendamen somit den ersten Satzball im vierten Satz. Wie so oft in manchem vorangegangenen Spiel wurde dieser erstmals aus der Hand gegeben, um dann im zweiten Anlauf zu vollenden. Emily Langgut zum 25-22. Erneut musste die Entscheidung im Tiebreak fallen und erneut ist es der Gastgeber, der sich in den Vordergrund spielen könnte. Zwar können die Dingos noch mehrmals ausgleichen, doch sollte am Ende auch dieser Satz an der Mulde bleiben. Und auch hier nutzten die Volleys erst im zweiten Anlauf ihre Chance. Natascha Nimzig bleibt bei ihrem Schmetterversuch am Grimmauer Block Michelle Hoffmann und Julia Eckelmann hängen. 16-14 für den Gastgeber. Mit 3-2 gewinnen die Vorwärts-Sachsen-Volleys das Punktspiel gegen die Damen von TV Dingolfing. Zu den besten Spielerinnen wurde vom Gast das Geburtstagskind Theresa Piller und Nora Fleischer von der gastgebenden Mannschaft geehrt. Bereits am Sonnabend, den 24. April, treten die Sachsen-Volleys erneut ans Netz. Empfangen wird dann um 19 Uhr der Tabellenführer, der VC Neuwied 77. Das, meine Damen und Herren, war es bereits vom aktuellen Regionalmagazin, aber abschalten brauchen Sie auf keinen Fall. Denn jetzt gibt es noch die Bürgersprechstunden aus dem April von Grimmas Bürgermeister Berger und Naunhofs Bürgermeisterin Konrad. Viel Spaß dabei, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.